ist die Farbe, die sich in diesem Jahr in Paris auf dem Messestand von Skoda überall findet. Auf dem Autosalon haben die Tschechen ihren Startschuss für die große Elektroinitiative namens Green E-Line gegeben. Nach und nach sollen sich immer mehr Skoda-Modelle lautlos und vor allen Dingen emissionsfrei rein elektrisch fortbewegen können. Der Octavia Green E-Line ist noch ein Technologieträger, soll aber bald in Serie gehen. Umweltschutz und die Umweltverschmutzung hat natürlich keine nationalen Grenzen mehr. Deswegen, wir als familienorientierte, praktische Marke, müssen natürlich auch an das Thema Nachhaltigkeit denken. Und wir haben 2008 angefangen mit unseren ersten Greenline-Modellen. Wir haben das jetzt ganz top auf den Punkt weiterentwickelt. Und wir stellen Ihnen auf der Messe erstmalig in der gesamten Skoda-Palette Greenline-Fahrzeuge vor. Und hier haben wir natürlich jetzt ein Highlight. Das ist unser Green E-Line Octavia als Konzeptfahrzeug. Und wir werden von diesem Fahrzeug im nächsten Jahr bis zu 20 Fahrzeuge in Deutschland und Tschechien als Testflotte bringen, dass man auch sieht, dass wir an diesem Thema Elektromobilität auch ganz intensiv arbeiten, also wirklich emissionsfreie Zukunft. Also wir sind super aufgestellt und wir haben zum Beispiel mit dem Yeti einen Weltrekord aufgestellt. Bei den Verbräuchen mit 119 Gramm pro Kilometer sind wir Spitzenreiter in dem gesamten SUV-Segment. Das gleiche gilt auch für den Roomster und wir sind wirklich Spitzenklasse.